Ein freundliches guten Tag und hallo, ich begrüße euch alle herzlich zur zweiten Folge von Endless Space mit unserem Westopia. Guck mal jetzt gerade nochmal an, weil ich habe schon MPs gespielt, gerade eben, beziehungsweise nicht eben gestern. Jetzt muss ich mich kurz nochmal orientieren. Ich glaube, den wollten wir jetzt als nächstes kolonisieren. Ja, einheimische Roboter, ertragsamer Boden ist scheiße. Aber das passt da schon. Na, das kommt denn jetzt auch noch dran. Ah, ja. Trocken war das. Orion. Geschmolzener Kern, Wissenschaft. 4622. 119. Gut, mit dem Wissenschaft ist das schon nice, aber hier habe ich dasselbe. Mit weniger Mali. Gut, der wird als erstes kolonisiert. Dahinter? Haben wir schon Helden? Ah, wir haben schon drei Helden, alles klar. Gut, weiter geht's. Hier bauen wir Wissenschaft ein bisschen aus. Okay. Ja, es war an den Sofens. Damit das Spiel ein bisschen ausgeglichener wird. Also, gut. Und was ist das hier für ein Schiff? Ein Kolonieschiff. Das wusste ich ja gar nicht mehr. Ha! Ab nach da. Zack. Kolonisiert den hier. Tundra unbewirtschaftet. Tundra war das. Also ein Produktionsplanet. Zack, zack, zack. Für Planet, das ist okay. Für Tundra Planet ist auch okay. Gut. Jetzt müssten wir nur noch den hier und schnappen. Also einen Kolonisten brauchen wir noch. Na, wird auch gebaut. Ja, wird noch gebaut. Zack. Los geht's. Westopia können wir nichts mehr bauen. Da ist es okay. Bla bla bla. Weiter. Ach stimmt, ich muss mir noch meine Zeit stellen. Das vergesse ich das wieder. Letztes Mal hatte ich zwar gut getimed mit den 35 Minuten, aber man muss es ja nicht immer riskieren, dass ich hier nach einer Stunde sitze oder sowas. Und durchgehend spiele. Ja, bei euch eventuell wäre das interessant, aber oder mehr oder auch nicht, dann spult ihr nur vor oder wie auch immer, ich weiß es ja nicht, ne? Also so halbe Stunde Parts finde ich schon gut. So, was bist du? Du bist ein Bauer, dann kannst du eigentlich auch mal die Bevölkerung erhöhen. Okay, hier wird nichts mehr gebaut. Hier ist auch nichts kolonisierbar. Ja gut, dann produziere mal Wissenschaft. Nee, dann produzieren wir Nahrung. Wenn das ein kurzer oben ist, dann verteilen wir die mal. Da war noch einer da unten. Das kann ich fast gar nicht glauben. Echt? Guck, unbewirtschaftet. So, du wirst erstmal bewirtschaftet und du auch.
Wüste kolonisieren. Yep. Unbewirtschaftet ist hier gleich vorbei, alles klar, so bum 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 bum. Und weiter. Gut, die Wissenschaft wird uns auch weiterbringen, aber ich will die Systeme allgemein auf einen sehr guten Stand bringen, damit wir im Midgame sehr stark werden. Da habe ich auch ein Kolonieschiff gebaut. Okay, das ist jetzt doof. Jetzt haben wir es nämlich schon kolonisiert. Reichhaltige Atmosphäre. Trocken. Das, das, das. Obwohl, nee. Obwohl, ich kann ihn gar nicht gebrauchen, ne? Hier. Doch, trocken. Geschmolzener Kern. Achso, der wird schon kolonisiert. Zack, geben wir ein bisschen Geld auf. Wow, unsere Bevölkerung ist sauer. Warum das denn? Achso, wegen den ganzen Ausdehnungsscheiß. Ja, okay. Hat sich ja sowieso jetzt erstmal erledigt. Kolonie. Wüste bringt Geld. Bauen können wir nichts. Ja, machen wir da mal weiter. Schön, jetzt haben wir endlich die Technologie. Ja, machen wir mal erstellen. Schick mir den mal einzeln los, weil dann können wir da in die Richtung auch noch. Okay. Was haben wir jetzt darüber geschickt? Nein, du Trottel. Ah. Aber hier scheint das ja noch einseitig zu sein. Falls euch nicht wundert, hier diese Wurmlöcher, die Farbe, die die haben, ist sozusagen das Zeichen, wer die kontrolliert. Na komm, flieg du zurück. Ey, Alter, du musst dich doch nicht... Hast du denn Lust, dem permanent zu folgen, oder was? Kannst du nicht selber Entscheidungen treffen? Mein lieber Mann, du. Meine Kampfamöbe. Bestopia. Imperium. Juhu. Toll. Hohe Schwerkraft auf meinem Planeten, Heimatplaneten bekommen. Was für ein Arsch. So. Wüste bringt mir noch nichts. Hier kolonisieren wir diesen Tundra-Planeten. Da ziehen wir ein bisschen vor. Dann, wenn wir den haben, können wir das auch noch machen. So, du. Ertragsamer Boden. Nö, brauche ich nicht. Den lassen wir erstmal karg, genauso wie die Polarstürme. Zerklüftet, okay. Was haben wir hier? Oh, natürlich, noch, auch nochmal hohe Schwerkraft bekommen. Top. Weil sich ja auf einmal eine Schwerkraft erhöhen kann. Haben wir hier auch so oft erlebt, ne, auf der Erde.
Auf einmal flup. Bin aber eher auf Wissenschaft momentan ausgelegt. Also bleibt das so. Hier, jop. Kann ich nichts ändern? Ja, ich muss halt wissen, ich könnte jetzt mit dem Kolonieschiff springen, ne? Machen wir einfach mal. Fuck. Ja, die haben jetzt kolonisiert natürlich, Sofens und die Seher. Jetzt gucken wir mal, mit wem können wir uns sehr gut verstehen. Die sind nicht so begeistert von uns, die sind begeisterter, also die Seher. Ja gut, wir können doch nichts mit denen handeln. Zeit hatte ich gemacht, oder? Nicht, dass ich meine, ja, gut, gut, gut. Also, Leute, nicht wundern, ich bin gerade eben erst aufgestanden. Dann muss man manchmal sowas fragen, so, du, für Wüste haben wir, Arktisch haben wir hier jetzt eigentlich auch, aber die Polarstürme habe ich keinen Bock. Okay, wir haben alles, was wir dafür brauchen, dann, du, Wassert, du brauchst eigentlich auch neue Bewohner. Keine Forschung. Gibt's doch ja nicht. Du kannst das gerne forschen. Nee. Erst das. Dann das bitte. Damit wir Verträge machen können. Und das. Oh. Danach können wir was für Kriegsführung tun. Und danach erstmal dicke Schiffe. Obwohl, bevor wir Kriegsführung, glaube ich, weiter tacken, erstmal dicke Schiffe. So. Unbewirtschaftet. Tundra. Tundra ist IK. Okay. Dann noch das. Und den bald kolonisieren. So, weiter. Lauf! Okay, ich glaube, wir können unsere Grenzen nicht mehr wirklich verteidigen. Yep. Lauf. Du. Lauf weg. Yep. Also was brauche ich dann eigentlich an die Grenzen stellen, wenn dann so dicke Schiffe da permanent kommen? Ja, machen wir das mal. So, zack. Nächste Runde. Die sind da schon ein bisschen arschstark. Tundra. Herr Bull, ich versorge ihn mit dem Planeten. Da brauche ich das Geld nicht zu verballern. Alles klar. Gut. Okay, Steuern erhöhen. Theoretisch könnte ich es hier auch gebrauchen. Obwohl, mache ich auch. Mache ich auch, mache ich auch, mache ich auch. So. Ah, das ist doch nicht nett. Obwohl, du hast mich eben auch angegriffen, ne?
Du hast mich eben angegriffen. Jetzt zeige ich dir mal, wie man einen Angriff führt, du Sau. Kurzschluss, angepasste Taktiken und Feuer. So, Boom, Arschloch. Du kommst hier nicht mehr raus. Mir egal. Was du kannst, kann ich schon lange. Präzision für feindliche Waffen. Boah, machen wir mal. Na gut, wenn ich noch keinen Lavaplaneten habe. Oh, warte, Moment. Lavaplanet? Wieso kann ich jetzt schon Sachen für Lavaplaneten bauen, habe aber noch nicht. Ah, ich Idiot. Antimaterie. Ach, liegt an der Antimaterie. Ah. Lava-Kolonisierung. Ja, ich könnte jetzt eigentlich noch hier die Zerstörer tacken, aber ich halte die momentan für sehr schwach und da wir halt nicht im Krieg sind, gibt es Wichtigeres. Gut, weiter geht's. Nö, das war's. Die Wasserwelt. Der kann jetzt auch kolonisieren, ist schon dabei. Alles klar. Da ist nur ein Planet drauf. Da kann ich nicht kolonisieren. Kann ich die. Nee, die Einheiten kann ich nicht neu verteilen. Speer. Verein. Gut, wir sind was angeschlagen, aber. Dritter Scout. Uff. Der hat die Dinger schon ein bisschen angepasst. Müssen wir mal gucken, was passiert. Gut, haben wir kaputt gemacht. Ich weiß nicht, eventuell, na, machen wir nochmal das hier. Und weiter. Wunderbar. Gut, jetzt habe ich erstmal überall, was ich bauen kann. Denn Handelsrouten, die werden nicht automatisch erstellt, die ihr hier oben seht. Wenn ihr dieses Spiel auch habt, werdet ihr das sehen. Aber beziehungsweise zeige ich euch jetzt gleich. Die werden hier mit erstellt. Die müsst ihr bauen. Kostet 2 Gold pro Runde. Jedoch die Handelsrouten bringen euch enorm viel mehr, wenn ihr anstatt diese 2 Gold, denn das bringt Wissenschaft, das bringt all möglichen Scheiß. Achso, bin ich schon am Kolonisieren. Und ja, und natürlich auch Geld, das ihr natürlich braucht. Also der keine Handelsrouten hier macht, ist dumm. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Nur das Doofe ist halt, dass ich da nicht durchkomme und mehrere Planeten von den anderen entdecke. Denn je mehr Systeme man kennt, umso besser. Warte, war das nicht einer der Amöben? Bisschen, nee, du bist Seher, ne? Ah, oh, scheiße. Amöben sind cool in der Sache. Moment, wenn ich den jetzt tacke, da passiert gar nichts, okay. So, erstmal lieber ein Veteran. Weiter geht's. Was tacke ich denn gerade? Ach so, okay.
Das sind Chinesen. Und hier seht ihr, eine Handelsroute möglich, aber dadurch, dass ich eigentlich keinen kenne, ist das halt scheiße. Müssen wir eigentlich mal unbedingt was gegen ändern, gegen tun. Müssen wir schauen. Ah ne, warte, das hat sich jetzt dahin geändert. Wenn diese Ringe sind, dann kann man da nicht mehr drauf liegen ohne Durchmarschrecht. Das ist eine Eroberungsflotte. 4000 Kampfkraft, das ist sogar noch nicht mal so schlecht. Also für den Anfang ist das tierisch viel. Ich habe Angst. Das machen wir später, mein Fräulein. Ich brauche Schiffe. Und bessere Waffensysteme. Jetzt muss ich auf jeden Fall darauf gehen. Geht gar nicht mehr. Okay, hier ist eine feindliche Flotte. Dann habe ich eine Idee. Ich werde meine Flotte aufsplitten. Du fliegst dahin. Du fliegst dahin. Flieg weg! Gut, wenigstens ist einer entkommen. Was? Da stand irgendwas von tot? Habe ich leider zu schnell weggedrückt. Verdammt. Ich könnte aber auch eigentlich schon das hier... Obwohl, Moment. Plus 20% Produktion für Sternsystem. Dann könnten wir das ja trotzdem schon hier einsetzen. Ja, machen wir auch. Er hat sich nur zurückgezogen. Puh. Dann bringt es das ja schon vorher was. Lalala. Ja, Mama. Ich habe mich damals immer nur verlesen anscheinend. Tundra. Erstmal Produktion, dann machen wir so rum. Baut das. Na, jetzt dauert das halt 4 Runden. Das zu tacken statt 2. Aber das ist, glaube ich, auf jeden Fall wert, wenn wir eine höhere Produktion haben. Ja, nee, das lasse ich lieber noch so. Flieg weiter. Bleib niemals in einem System stehen. Weil wenn der stehen bleibt, habe ich verkackt. Ich glaube nämlich nicht, dass der jemals da wieder lebend rauskommt. Okay. So, 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 so. Das ist, glaube ich, auch für trocken. Ja, ist für trocken. Alles klar. Dann machen wir mal Speed bewirtschaften. Tundra. Die machen wir jetzt auch mal. Zack. Und weiter. Oder? Ah, machen wir noch das. Man gönnt sich ja sonst nichts. Lava-Planeten können wir kolonisieren. Yeah! Ihr werdet gleich sehen, was das mir bringt. Du auch? Jetzt gleich habe ich kein Geld mehr. Orion, das ist egal.
Okay, das war ein Gasplanet, aber... Ja, ich bin immer noch so hin und her wegen dem Atrax am Boden. Ich weiß es nicht. Ja, komm, sonst kolonisieren wir das. Scheiß drauf. Nee. Vestopia? Eigentlich bräuchten wir die Handels... Obwohl, der hat zwei Handelsrouten, nutzt die aber nicht. Dann hat sich das eh erstmal noch erledigt. Moment, wenn mich schon da... Dann... Ah! Alles klar. Peinlich. Die sind jetzt happy. Friedensangebot. Das haben sie angenommen. Dann können wir auch mal gucken, ob wir ein bisschen untereinander handeln wollen. Was hast du denn? 100, 100, 230. 330 hat er jetzt. Dann packen wir da mal ein bisschen Geld drauf. 50. Moment. Hä? 50. 50. Ne. Okay. Du bist technologisch überlegen. Top. Wie kann ich denn mit dir... Ich will dir aber nicht mehr geben, als ich von dir bekomme. Zustimmung nicht empfohlen. Scheiße. Ja, dann. Flieg. Ich glaube, da reinfliegen kann ich nicht, ne? Nee. Ich weiß jetzt nicht, ob langsam Handelsrouten dadurch jetzt eröffnet werden, wenn wir Frieden haben. Ich meine ja. Ja, jetzt werden die Handelsrouten langsam anfangen. Langsam halt, ne? So. Jetzt haben wir mal uns ein bisschen Einfluss, obwohl brauchen wir noch nicht. Nee, komm. Lassen wir. Ich baue nachher eine Kriegerflotte auf. Und dann können wir ja schon mal... was bist... Das sind die Sofens und das sind die... Sehr... Ich glaube, die Sofens greifen wir an. Die sind technologisch halt sehr stark. Aber ich will die dann deswegen auch so schnell wie möglich aus dem Weg räumen. Aber ich sehe gerade punktetechnisch schwach. Was aber nicht heißt, dass die uns nicht wegfetzen können. Das nicht. Ich habe das Gefühl, die jagen mich. Ein Speer. Alter, warum ist der schon Level 6? Wo meiner ist? Level 4. Ah, okay.
Kolonisieren. Saurer Regen. Nein. Dann nehmen wir noch den Lavaplaneten. Obwohl hier allgemein so ein Dingsplanet geil gewesen wäre, wo man viel Bevölkerung rausbekommt. So, das. Dann fangen wir auch mal an, bevor wir jetzt irgendwas großartig anderes machen. Hier unendliche Supermärkte. Die pflanzen jetzt einmal quer ins System, um halt die allgemeine Zufriedenheit zu steigern. Da wir ja ein leichtes Problem damit hatten eben. Dann können wir nämlich die Steuern erhöhen. Steuern erhöhen bedeutet mehr Geld. Beziehungsweise nicht unbedingt mehr Geld, sondern ja. Zack, das bauen wir jetzt mal direkt, dann geht alles schneller. Damit ist jetzt, ja, ich hab's gleich. Ich sag's oft, nur spielen und nachdenken ist scheiße, beziehungsweise spielerisch nachdenken und dann halt, ne? Ich habe halt den Boni, wenn ich die Steuern erhöhe, dann geht allgemein, kriege ich mehr Produktion. Das ist halt der Boni des Imperiums. Den habe ich noch hier drin. Naja. Da muss die allgemeine Zufriedenheit steigern. Wenn die allgemeine Zufriedenheit gestiegen ist, dann passt das auch. Ui. Das Amöbenkollektiv. Warum greifst du mich denn an? Ich hab dir nichts getan. Arschloch. Nochmal Veteran. Ja. Scheiß Amöbenkollektiv. Ja, das ist ja mal dreist, ne? Ich wollte gerade sagen, sah als erstes aus das Handy happy, so, ah, wir haben ein Schiff von dir kaputt gemacht, haha. Technologisch sind wir auch relativ weit, beziehungsweise mit denen gleich. Vielleicht können wir, Eindämmungsschild. Gegen all unsere Technologien. Das sind 260. Ja, ich würde eigentlich sagen, dass das fair ist. Boah, ist doch scheiße. Scheiß KI. Oh, Zeit ist abgelaufen, sehe ich gerade. Da machen wir noch ein bisschen. Überspannen wir wieder mal den Bogen, aber das ist ja absolut okay. Nahrung habe ich hier genug. Machen wir noch. Ja, genau, hauen uns jetzt hier eine Handelsroute noch rein. Und ja, militärische Angriffe befürchte ich eigentlich noch nicht, dass ich belagert werde. Höchstens in den Grenzkonflikten. Grenzöffnung. Wir kriegen Antimaterie dafür. Ach, warum nicht? Dann fliegen wir mal dahin. Und spyen den mal selbst. Plupp. Bedeutet, wenn wir eigentlich mit den Sofens so gut Friends sind,
könnten wir auch eher die Seher angreifen. Die Punkte technisch genauso gut sind wie wir. Bleibt alles so. Brauchen wir Nahrung? Ja, wir brauchen Nahrung. Beschließe ich jetzt einfach mal. Hier haben wir... Okay, wir haben ja zwar noch ein bisschen was zu tun, aber auch nicht mehr so viel. Dann... bauen wir mal einmal einen Teil davon. Das... und das. Und kolonisieren hier... das. Aber das mache ich direkt so. Ist, glaube ich, etwas besser. Was machen wir hier? Hier sind wir am Bauen, am Bauen, am Bauen, am Bauen. Da sind wir nicht mehr am Bauen, können aber mal das hier reinsetzen. Die Produktion steigern. Und die Leute rüberziehen. Seht ihr das? Da oben. Dann seht ihr, was ich meine. Oh, okay, das ist jetzt ein bisschen arschwenig. Bevölkerung. Das lassen wir dann kurzfristig nochmal so. Aber können wir viel, viel schneller bauen. Vestopia. Nee, ist okay. Aber Steuern erhöhen. Steuern, Steuern, Steuern. Nee, das lassen wir so. Was noch? Was ist denn das hier? Die Seher. Na gut, ich kann sie jetzt eh nicht mehr abfangen. Na, mein Schiff hatten sie da zerstört. Egal. Was brauche ich denn jetzt noch? Flottengröße. Machen wir mal das. Gehen wir ein bisschen auf Waffen und dann tacken wir mal wieder hier Materie. Ist, glaube ich, auch mal ganz gut. So, dann speichere ich jetzt. Und ich freue mich, wenn wir uns hier wieder begrüßen dürfen. Wenn es hier mit Endless Space weitergeht. Ihr könnt immer noch in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Oder ob ihr irgendwelche Wunschsysteme habt, die ich umbenennen soll in irgendwelche Namen. Schreibt es ruhig unten in die Comments. Und die Planeten bzw. Systeme werden dementsprechend geändert, wenn das vernünftige Namen sind. Ne? Gut, Leute. Bis dann. Ciao.